Ja, wie schon im vergangenen Jahr stehen wir nach dem FEI Vaulting World Cup hier mit einer Siegerin aus Italien nach der zweiten Runde und es hat sich angekündigt, schon in der ersten Runde, dass Anna Cavallaro hier das Heft nicht aus der Hand geben wird. Anna, congratulations. Oops, you did it again. Once more, you are the winner of Salzburg. You're a real profession and always very strict, very concentrated and focused on the sport. But in the end, when you're the winner, you have the brightest smile. Where is your feeling at the moment? I'm very happy because the competition was very hard. The other vaulter was very good and for this reason I'm very, very happy. Also Anna Cavallaro ist richtig glücklich, weil auch die Konkurrenz diesmal besonders stark war, sagt sie. It's something special to compete in arenas like Salzburg Arena compared to normal CVIs, isn't it? The atmosphere of Christmas, the arena in Salzburg was beautiful and the atmosphere is wonderful. Also sie liebt die Atmosphäre, vor allem das Weihnachtliche, das hier die Mephisto Amadeus Horse Indoors auch ausstrahlen. One last word maybe on your both partners in sport here. On the one hand, it's your trainer and Lange Nelson and your horse. Individual vaulting has the name individual, but it is a big team, isn't it? Yes, I work with Nelson to 19 years. And with Monaco about 5 or 6 months. And we are happy for this horse because it's very beautiful and very good. Also obgleich es Einzelvoltigieren heißt, ist es Teamsport. Der Longenführer, der Nelson Vidoni, mit dem arbeitet Anna Cavallaro seit 19 Jahren. Der Neue im Team ist Monaco Franze, der Bayer, auf dem sie voltigiert und es hat richtig gut geklappt. Anna, see you next year for the FEI World Cup? Yes, sure.